Der ganze Campingplatz hier ist auf FKK angelehnt. Dann ist der Strand, hier oben ist der Campingplatz. Und die Leute da drüben ist ein Einkaufsladen. Die gehen rein, kommen raus und ziehen sich komplett nackt aus und gehen dann, wo auch immer sie hinwollen. Komm mal hier. Oh Gott, die haben Krallen. Okay, die kommen nicht. Die rennen weg. Alter, ich weiß echt nicht, wie ich hier gelandet bin, aber hier ist alles voll mit nackten Rentnern. Da hinten ist immer noch der Strand, aber der Campingplatz ist jetzt hinter mir. Und ich glaube, ich werde hier schlafen. Es ist jetzt erst 7 Uhr abends. Aber hier ist es so schön. Da oben sind noch die Gleise. Aber hier im Sandpennen ist halt so gemütlich. Ist viel gemütlicher als auf dem Steinboden, den ich gestern hatte. Das Fahrrad muss wieder warten bis morgen. Und ich laufe jetzt mal am Strand entlang. Gehe vielleicht noch schwimmen nachher. Und dann gucke ich, wo ich mich hinchill für heute Nacht. Alter, wie geil wäre es, auf dem Berg einfach zu pennen. Ich guck mal, ob man da hoch kann. Es sieht so aus, als wäre da eine zerstörte Burg oder eine Ruine. Ich schaue es mir mal an. Hier muss man anscheinend irgendwie hoch. Oh, eine Ameisenstraße. Alter. Sieht so aus, als war das früher mal ein Turm. Der Schlafplatz wäre eigentlich viel zu heftig. Wow. Ey, es sieht so heftig aus. Ist einfach zu krass. Es gibt nichts Geileres, als auf so einem Felsen direkt am Meer zu schlafen. Vor allem, was krass ist, man sieht da und hier überall sind so kleine Höhlen. Vor allem da hinten ist noch eine größere, wo man auch in den Fels reinfahren könnte mit dem Schiff. Aber da kann ich nicht hinschwimmen, aber die Höhle da unten schaue ich mir morgen früh wahrscheinlich an. Wenn es regnen sollte, dann kann ich mich auf jeden Fall hier unten irgendwo hinlegen. In eine von den Höhlen. Aber es soll eh nicht regnen. Aber es soll eh nicht regnen. Ich mache mich jetzt ein bisschen auf Erkundungstour. Ich würde eigentlich echt gerne Klippen springen, aber das ist hier, glaube ich, nicht möglich. Weil immer, wenn die Klippe unten das Wasser berührt, geht der Stein danach direkt gerade. Also es ist immer nur so ein Meter Wasser. Dann würde ich halt auf dem Stein landen. Ey, krass. Ich habe mich gefragt, warum da hinten so ein Loch im Berg ist. Und jetzt weiß ich, warum. Das ist einfach... Gleis. Die haben einfach einmal den Berg so durchgeschnitten, damit er der Zug durchfahren kann. Auf der Seite auch. Verrückt. Okay, also ich muss jetzt doch kurz zur Rezeption von dem Campingplatz laufen, weil ich habe einen Autoschlüssel im Sand gefunden. Entweder ich finde das Auto und penne in dem Auto. Nee, ich gebe den ab. Und wo ich schlafe, weiß ich noch nicht. Okay, das mit dem Schlüssel hat sich erledigt. Ich bin hier über einen Parkplatz gelaufen und da war gerade ein Mann, ein nackter Mann, der sich angezogen hat. Da habe ich ihm so den Schlüssel gezeigt, weil sein, also der stand halt vor einem Peugeot, aber der war zu. Habe ich ihm so den Schlüssel gezeigt und er so, sie, ja, ja, hat sich wohl gefreut. Weil er dachte, er wird den niemals wiederfinden am Strand. Aber ich weiß immer noch nicht, wo ich schlafen soll. Es hat jetzt doch mega angefangen zu gewittern. Deswegen muss ich runter und laufe jetzt hier gerade am Campingplatz entlang. Ich habe keine Ahnung, wo ich schlafen soll, weil ich glaube, die haben hier alle Türen verschlossen. Man kommt da nicht mehr rein. Okay, anscheinend kann man hier einfach durchlaufen. Okay, da ist Security. Okay, die haben mich nicht gesehen. Also, ja. Aber hier ist halt auch kein Dach. Okay, also ich habe jetzt doch ein Dach gefunden. Irgendwo auf dem Campingplatz. Ich weiß nicht, wo das ist. Da hinten sind die Mülleimer. Vielleicht ist es hier das Klohäuschen oder so. Und jetzt fängt es stärker an zu regnen. Ich bleibe einfach hier und ich hoffe, dass keine Security vorbeikommt. Sonst muss ich denen auf Spanisch irgendwas erklären. Okay, ich habe mega Glück gehabt. Es fängt jetzt gerade richtig fett an zu pissen. Und ich habe ein Dach in der letzten Sekunde. Hier kam gerade einer von der Security vorbei und hat also in die Hände geklatscht und davon bin ich aufgewacht. Er sagte so, ja, das ist privat, du kannst hier nicht sein, bla bla, auf Spanisch. Ich packe jetzt schnell zusammen und gehe. Das war sowieso der dümmste Schlafplatz ever. Hier sind einfach die ganze Nacht so nackte Rentner vorbeigelaufen, haben ihre Müllsäcke da hinten in die Container gebracht. Und dann sind die wieder zurückgelaufen und ich habe hier geschlafen. Schnell weg von diesem FKK-Campingplatz. Alles ein bisschen komisch gewesen letzte Nacht. Mein Fahrrad steht ja noch unten am Strand irgendwo. Mein Wasser ist fast alle, aber ich glaube in 10 Kilometern ungefähr kommt ein Dorf. Ich hoffe, dass ich da dann auch endlich frühstücken kann. Aber ich war gerade eben bei diesem FKK-Strand nochmal baden und duschen. Und die Dusche hat einfach warmes Wasser am Strand. Voll geil. Ich bin müde, ich habe Hunger, ich habe Durst.
jetzt doch fast 20 Kilometer, die ich fahren musste, aber hier ist jetzt endlich ein Supermarkt.